Moin Jungs! Völlig euphorisch über das bisher Erreichte sind wir jetzt gemeinsam zur Ammunition gefahren, um uns nochmal mit Rüstung einzudecken, die Munition zu kontrollieren. Klar, wir hätten es nachher auch in der Mission noch kaufen können. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, ja, dass wir nichts vergessen, damit die nächste Mission so richtig losgehen kann, dass wir es schaffen, vielleicht heute Abend noch die Human Labs durchzuspielen. Jawohl, der Kuruma, startklar, die Einladung von Björn kommt, wir alle total glücklich und super nervös und wollten das Ding heute so richtig rocken. Leider wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir es richtig verkacken werden. Ja, auf jeden Fall, der Björn hat mich auf jeden Fall jetzt... Ja, auf jeden Fall, Mann! Okay. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Björn hat mich in die Tür reingelassen und die anderen natürlich auch. Das Gelaber von dem Typen, das ersparen wir uns erstmal. Schau noch kurz zu, bla bla bla. Björn sagt mal X drücken. Fass mir lieber an den Arm. Ja, erzähl uns irgendwas. Egal, was du uns erzählst, wir verkacken es eh. Ja, ja, ja. Gib uns ein paar gute Tipps. So, alles klar. Zeit bleibt natürlich auch noch, um uns schick anzuziehen, weil es ist wichtig mit dem richtigen Outfit, weil, ja, wenn wir verkacken, dann auch mit dem richtigen Outfit. Weil ich keinen Bock hatte zu fahren, bin ich erstmal stehen geblieben und habe erstmal Dave einen Vortritt gelassen. Weil, ihr wisst ja, Dave fährt immer, obwohl die Regel sagt, Dave fährt nicht. Als ob ich es nicht besser gewusst hätte, habe ich erstmal in der Mission die Statistiken kontrolliert, ob da wirklich es bis jetzt gezählt hat. Noch ist die Welt in Ordnung, noch passt die Statistik, noch steht nicht 0 von 26 dran, sondern 10 von 26. Naja, nicht mehr lange. Die Fahrt kann ich mir ersparen, weil, ja, also die Fahrt zum Verkacken brauche ich euch ja nicht zeigen, also, wir verkacken es ja, so ein Scheiß, ey. Und wie man hier auch schon ganz deutlich sieht, ist Dave der Fahrer und es kann einfach nicht klappen. Eine Mission kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wenn sich der Dave sich ans Steuer setzt. Das funktioniert einfach nicht. Das ist scheiße. Und jetzt steigt er aus, rennt sofort zum Boot hin, damit auch dort der Fahrer sein kann. Also eine Mission kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wenn Dave der Fahrer ist. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung von der Mission zum Scheitern. Und das ist auch hier wieder der Fall. Und es nervt mich einfach. Wir haben ja die Regeln nicht einfach so aufgestellt. Es gab ja einen Grund. Ja, scheiße, es regt mich wieder auf hier beim Dave. Und deswegen kommentiert er auch das Video nicht mit. Aber dafür das nächste wieder hoffentlich. Ja, ich auch die Fahrt spule ich vor, weil, ja. Nun an dem Boot angekommen, an dem blöden Boot angekommen. Ich weiß, es ist ein Flugzeugträger, aber dieses blöde Boot hat den Namen Flugzeugträger gar nicht verdient in meinen Augen. So ein blödes Boot. Man kann es weder im freien Modus sich anschauen, noch kann man Deathmatch oder andere Jobs erstellen auf dem Boot. Außer man hat eine gechillbreakte, ja, PlayStation oder sonst irgendein Schiss, aber ich kann es nicht, deshalb nervt mich das. Die Mission nervt mich, Dave nervt mich, dass wir jetzt gleich sterben nervt mich. Wie die Superhelden rennen wir hier hoch, geben unser Bestes, völlig euphorisch, wollen die Mission hinter uns bringen und was passiert? Ach, so ein Schiss. Ja, wenn wir hier die Leute abknallen, das braucht auch kein Mensch jetzt anschauen. Ja, auch das spule ich jetzt vor. Du dummer Sack, dummer Sack. Verzieh dich, du dummer Sack, dummer Sack. Verzieh dich, du dummer Sack. Hau lieber ab, hau lieber ab. Verzieh dich, du dummer Sack. Hau lieber ab, hau lieber ab. Verzieh dich, du dummer Sack. Hau lieber ab, hau lieber ab. Als wir oben angekommen sind, spawnt plötzlich ein Gegner direkt hinter Dave bzw. vor mir. Also da habe ich zum ersten Mal Dave den Arsch gerettet. Sonst wäre dort die Mastermind schon vorbei gewesen. So hat sie sich noch ein bisschen gezogen. Nichtsdestotrotz hat sich oben für uns die Frage gestellt, wer die Hydra fliegt. Und ich wollte wirklich alles dafür tun, dass nicht der Dave fliegt. Obwohl ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt habe, habe ich dann gesagt, hey Jungs, ich fühle mich sicher, lasst mich die Hydra fliegen. Dann schaukeln wir das Ding locker nach Hause. Ja, dachte ich. Scheiße. Wäre bloß Dave geflogen. Da ich eh gerade in Vorspullaune bin, spule ich auch diesen Teil erstmal ein bisschen vor. Der ganze Scheißdreck kotzt mich schon langsam an.
falls ihr nicht wisst, was ich jetzt gerade mache, ich muss ehrlich zugeben, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht genau, was ich mache. Weil ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt und die Hydra war immer an diesem Ort von dem Boot. Wirklich immer. Und gerade jetzt bei der Mastermind, das war jetzt frisch nach dem Update damals, war die Hydra woanders. Und das, da hätte mir das schon ein Licht aufgehen sollen, hey Jungs, die Mission, die wurde ein bisschen verändert. Weil früher bin ich einfach in die Hydra eingestiegen und bin direkt zu dem gelben Punkt gefahren, zum Übergabeort. Und das haben sie ein bisschen geändert, weil die Jets, die verfolgen jetzt die Hydra, die fliegen jetzt nicht einfach um den Flugzeugträger rum wie sonst und ich konnte allein schön chillig hinterfliegen, sondern nee, die sind jetzt wirklich nur auf die Hydra fixiert. Ihr werdet es dann auch gleich sehen, was mich Tolles so erwartet. So, jetzt steige ich erstmal in die Hydra ein, wunderbar. So, schnell reinhüpfen, das Ding starten, auf Rakete umstellen, das Ding ein Stückchen nach oben bringen, umschalten auf Flugmodus oder wie es heißt und zack, noch schier in den Tower mitgenommen. Glück gehabt. Schön in der Luft jetzt sein. So. Jungs, also ich fliege jetzt mal hoch in Norden zu Sandy Shores, lande die Hydra und die Mission kann abgehakt werden. Ich, kleiner Hobbit. So. Jetzt fliege ich, nichts ahnend, vor mir ein paar Jets, hinter mir ein paar Jets, alles wie gewohnt. So, die einen Jets, die fliegen mir schon hinterher. Seltsam, aber ja, denken wir mal nichts dabei, fliegen wir einfach wie gewohnt weiter. So, noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Ah, die ersten Jets, die sterben auch schon. Oh, das sind ein paar Jets direkt hinter mir. Aha. Ja, ich glaube nicht so weiter schlimm. Die schießen schon auf mich, ich drehe mich. Oh, da kommen nochmal zwei Jets. Und nochmal zwei, okay, es sind schon sechs hinter mir. Okay, Jungs, könnt ihr mir mal helfen? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass alle hinter mir sind. Ach du Scheiße, das war jetzt so nicht geplant. Die schießen, Jungs, Jungs. Ich drehe mich noch einmal und schieße von hinten ab. Den ersten konnte ich ausweichen, den ersten Raketen und den... Nein! Fuck! Aus! Das war's.